Welcome back, Freunde der guten Unterhaltung, zu einer weiteren detailverliebten Folge Elex 2. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann streichle einmal sanft den Abonnieren-Button, aktiviere die Glocke und du wirst immer up to date sein. Apropos up to date, Leute. Ich bin jetzt nochmal off-tech ein bisschen rumgelaufen und habe ein bisschen gejagt, um halt weiterhin Erfahrung zu sammeln. Und zwar bin ich jetzt einmal hier dieses Gebiet abgelaufen und habe sämtliche Tiere getötet und gelootet, wie ich konnte. Und ihr habt an sich nicht viel verpasst, bis auf eine Sache. Und zwar hier, auf dieser kleinen Insel, war ein riesiger Troll und der hat Folgendes bewacht. Und zwar eine legendäre Waffe. Und zwar diesen Dosenöffner hier. Es schießt Raketen, macht 344 Schaden, ist ziemlich stark. Allerdings kommen wir halt da jetzt erstmal nicht ran, weil man braucht viel Geschicklichkeit und Stärke. Aber auf jeden Fall habe ich den hier gefunden und ansonsten halt ja nur so Kleinkram, den ihr halt schon kennt. Und dem her habt ihr jetzt nichts Relevantes verpasst. Aber ich habe auf jeden Fall nochmal, glaube ich, ein Level oder so gemacht. Und dementsprechend jetzt auch wieder ein bisschen Lernpunkte, die wir dann investieren können. Und was ja noch passiert ist, in der letzten Folge war ich zum Schluss hin etwas verplant. Da haben so, ja, gewisse Synapsen in meinem Hirn nicht mehr miteinander irgendwie harmoniert. Und ich bin jetzt die ganze Zeit hier drin rumgelaufen und habe mitgesucht. Allerdings hätte ich mich einfach nur einmal umdrehen müssen und in dieses Haus reingehen müssen, denn da steht der gute Mick. Ja, manchmal, ne, setzt das Hirn halt einfach aus. Ja, kennt ihr vielleicht, oder auch nicht. Ne? So, Mick, was ist jetzt hier eigentlich mit dem Beruhigungsmittel? Kannst du mir jetzt sagen, was hier Sache ist? Ah, da bist du ja. Ich habe die Untersuchung gerade abgeschlossen. Und, was stimmt nicht mit dem Beruhigungsmittel? Naja, als Duftwasser würde ich es nicht verwenden. Und trinken? Besser nicht. Mir hing die Zunge 2 Stunden aus dem Hals raus. Das interessiert mich nicht. Warum es nicht funktioniert, will ich wissen. Keine Ahnung. Dafür habe ich dich nicht bezahlt. Hey, du wolltest, dass ich das Zeug untersuche. Das habe ich getan. Ein Ergebnis habe ich dir nie versprochen. In dieser Gegend wirst du niemanden finden, der fähiger ist als ich. Also suchst du besser einen anderen Experten auf. Die Berserker sind da die richtige Adresse. Die haben das Wissen und die Ausrüstung. Ich habe nur ein paar rostige Töpfe. Hier hast du dein Zeug zurück. Alles klar. Gibt's denn jetzt auch sowas wie Geld-Zurück-Garantie oder so? Und meine Splitter? Hey, nur weil dir das Ergebnis nicht schmeckt, heißt das nicht, dass ich mir die Eier geschaukelt habe. Hab die ganze Nacht dran gesessen und für lau gibt's meine Dienste nicht. Mann, Mann, Mann. 300 Splitter für'n Arsch. Na toll, Nasty. Verprügel ihn. Blöder Mick. Na gut, das heißt, wir müssen jetzt einmal Richtung Tilas zu den Berserkern. Vielleicht kann der uns dann ein bisschen weiterhelfen. Wahrscheinlich müssen wir dann auch wieder warten. Es braucht halt alles so ein bisschen seine Zeit, bis es alles analysiert ist. Aber da hätte ich im Grunde eigentlich gleich zu Tilas gehen können, ne? Aber gut, Venja hat ja gemeint, nee, geh zu den Outlaws, die wissen es besser. Ja, Arschlecken 350 wissen die es besser. Na gut, dann gehen wir zum Tilas. Er wäre ja eigentlich eh meine erste Wahl gewesen. Hätte Fenja da nicht drauf bestanden, dass wir zu den Outlaws gehen. Wie macht sich eigentlich der neue Lehrling? Könnte man mal ein bisschen nachhaken, hä? Wo ist er denn, der Gute? Scheiße. Hier, Marvin. Irgendwie. Ja, irgendwie was? Checks. Jetzt kann die Arbeit endlich beginnen. Und wem habe ich das zu verdanken? Genau, dir. Eigentlich darf ich ja nichts so herausgeben. Aber weil du es bist. Hier,
schätze, das wird dir auf deinen Reisen helfen. Bleibt unser Geheimnis. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dem Lehrling das Beruhigungsmittel zeigen sollte. Wahrscheinlich eher nicht, ja? Ich glaube nicht. Ich glaube, Marvin, da musst du nochmal ein bisschen lernen, bis du mir da helfen kannst. Okay, aber cool, wir haben von ihm einen Trank bekommen. Nice. Kannst du das für mich untersuchen? Meine Zeit ist begrenzt, aber dein Mittelchen sieht interessant aus. Nur ist es ziemlich trübe. Was hast du damit angestellt? Ich habe es einem Outlaw gegeben, aber er hat nichts herausgefunden. Willst du mich auf den Arm nehmen? An Tinkturen lässt man keine Pfuscher. Naja, vielleicht kann ich noch etwas retten. Worum geht es dir überhaupt? Angeblich ist es ein Beruhigungsmittel, es wirkt aber nicht. Angeblich? Pah, wenn ich das schon höre, nur Fakten zählen. Für meine Analyse veranschlage ich einen halben Tag. Was schulde ich dir? Nichts. Besser, ich sage dir, was es mit dem Zeug auf sich hat, bevor du noch irgendwen vergiftest. Komm in ein paar Stunden wieder. Dann sollte ich mit den ersten Ergebnissen aufwarten können. Ja, so lobe ich mir das. Was kostet der Spaß? Nichts. Niet. So mag ich das. Okay, wir müssen jetzt erstmal... Hank, pack dein Lümmel wieder ein, Hank. Wir müssen jetzt erstmal einen halben Tag so ein bisschen vertrödeln. Ich hatte ja vorhin nochmal die ganzen Quests durchgeschaut. Eigentlich könnten wir jetzt, wenn wir in der Region schon sind... könnten wir... Wo war denn das Konzert? Konzert war da oben. Der Bock auf ein Konzert? Sollen wir mal währenddessen einfach mal ganz gechillt zum Konzert hinwandern und uns das mal anhören? Könnte man eigentlich machen, oder? Billy Idol Konzert. Bin ich ja mal gespannt. So ein Konzert dauert ja auch ein paar Stündchen. Und dann kippen wir uns einen hinter die Binde, oder, Nasty? Was hältst du davon? Einfach mal ein bisschen entspannen. Nicht mehr Action, sondern auch mal entspannen. So. Können wir hier nochmal ein bisschen jagen? Little bit of XP. Los, rauf da. Ach so, ja, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Seht ihr jetzt gerade anhand meines Rückens. Ich habe nochmal ein bisschen AP-Punkte investiert. In Geschicklichkeit und Intelligenz, glaube ich. Und kann jetzt diesen Sucher benutzen, diesen legendären Bogen, den wir mal gefunden hatten. Unser alter Bogen hat 150 Schaden gemacht, unser neuer macht jetzt 166 Schaden. Ist nicht viel mehr, aber der sieht halt einfach auch geiler aus, finde ich, ne? So richtig schön moderner Bogen. Und was wir auch noch neu nutzen können. Hör was? Wartest du? Bleibst du stehen? Warte kurz, du kommst gleich dran. Ich habe ein Geschenk für dich. Warte kurz. Und zwar habe ich jetzt noch eine weitere Waffe ausgerüstet. Den hatten wir auch mal gefunden. Und zwar diesen Segensbringer. Und das ist eine... Er konnte sich abwarten. Na gut. Das ist die Waffe hier und die macht so. Eine richtig schöne Energiewaffe. Ist zwar nicht so stark wie unser Bogen. Aber ich glaube, die Feuerrate ist an sich besser. Genau. Und das hatte ich jetzt auch nochmal so ein bisschen gemacht. Eben ja die Ability Points reingepulvert. Damit wir diese zwei Waffen nutzen können. Und der Bogen sieht doch geil aus, Leute. Der kann sich sehen lassen. Also ich finde den richtig, richtig schick. Guck mal hier. Können wir jetzt gleich mal hier die Energiewaffe ausprobieren. Schauen wir mal, wie schnell die schießt. Ja. Ajo. Geht. Ich sag mal so, schneller ist der Bogen, oder? Ja, wow. Kunstwerk. Okay, aber taugt auch.
Habe zwar eigentlich gedacht, dass er ein bisschen schneller schießt, dass das Gewehr ein bisschen schneller schießt, aber ich bin zufrieden. Und jetzt haben wir halt eine richtig coole Auswahl. Wir haben Bogen, wir haben hier das Energieding-Gewehr und unseren guten alten Granatwerfer. Und das taugt. Eine breite Palette an Waffen. So muss das sein. Nicht wahr, Nasty? So, dann würde ich mal sagen, auf zum Konzert. Stress? Mit Stress, Junge! Zusammen schaffen wir das. Ja. Aber taugt mir schon auf. Das ist geil. Ich habe jetzt, glaube ich, noch nicht so viel Muni dafür. Aber gut, die werden wir dann einfach kaufen, hätte ich gesagt. Theoretisch könnten wir ja auch lernen, Munition herzustellen. Aber ich weiß nicht genau, ob sich das so lohnt. Weil Money habe ich ordentlich. Durch die Loot-Tour hatte ich jetzt auch nochmal 8k dazu gemacht oder so. Keine Ahnung. Und von dem her kann ich mir die Munition an sich schon immer kaufen, glaube ich. Da kann ich mir die Lernpunkte sparen. Um dann selber Munition herzustellen. Das spare ich mir, glaube ich. So, darüber müssen wir erst hier. Auf geht's. Ui, was haben wir denn hier Schönes? Familienversammlung. Na, komm mal her hier. Oi, da. Oh, mal ein bisschen Switch rein hier. Das Gute ist halt mit dem Plasma-Gewehr, mit dem Energiegewehr da, treffe ich halt besser. Ich war eigentlich schon immer ein großer Fan vom Bogen, muss ich sagen. Bei allen Piranha Bytes Games. So, dann gönnen wir uns mal schnell einen Snack. Ah, da unten ist es. Und hier ist sogar noch ein Teleporter. Very nice. Amphitheater. Aber so wie es aussieht, und das habe ich mir irgendwo schon ein bisschen gedacht, findet dieses... Komm schon, ich will ein paar Ärsche treten. Ja, Nasty, sei mal nicht so ungeduldig. Findet dieses Konzert wahrscheinlich erst abends statt, ha? Huh? Aber hier gibt es gratis Sprühkäse und Muckefuck. Und das alles gratis. Könnten wir mal wieder ein bisschen was durchbrutzeln. Rattenfleisch noch. Weiß gar nicht, ob wir für irgendwas Rohes brauchen. Machen wir mal hier so 47, dann haben wir noch 30 Roh. Vielleicht brauchen wir das für irgendwas. Man weiß ja nie, ne? I've had my fill and every force.
know their numbers change. Their view of me is rearranged. The way I see, they're really strange. I've got no reason to play their game. Yeah. They look at me with eyes that stare. I look at them, but I don't care. I tell them all what's fair and fair, and here and there and everywhere. When my mind won't hold still, when I feel the sickly chills, when I feel I've had my fill, and every voice I hear is shrill, I call upon my friends, whiskey and pills. I call upon my friends, whiskey and pills. Ooh, whiskey and pills. When you see me, I'm rolling around. My face hits the pavement, yes, I'm on the ground. Turn me around, see if I'm okay. Check out the smile that's on my face. Ja. So ein Dreck. Ich hab nichts übrig für sowas. Lass uns hier abhauen. Oh Mann. Was ein Dreck. Ja, Idee war ganz nett, ne? Song war in Ordnung. Billy war so gut. Das Konzert war der Wahnsinn. Aber sie waren nur... Ja, auf jeden Fall. Schade, dass es vorbei ist. Sie waren aber auch nur zu zweit. Schlagzeuger war nicht an Bord. Wo war die zweite Gitarre? Hat nur die zwei Zeit oder was? Ja, also war nett. War ganz nett so. Eine kleine Abwechslung so für zwischendurch, um mal abzuschalten. Billy war so gut. Das Konzert vom rauen Alltag. Ja, auf jeden Fall. Schade, dass es vorbei ist. Aber ja. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber okay. Kann man machen, muss man nicht. Wieder. Wollen wir es hoffen? Schlechter Zeitpunkt. Schlechter Zeitpunkt. Ihr seid gerade mitten im Gespräch, ne? Ich will euch nicht stören. Ihr habt euch bestimmt Wichtiges zu sagen. Ja, Nasty, du fandst das ja auch nicht so prickelnd, ne? Naja, dann gehen wir halt wieder. Aber wir nehmen hier alles mit. Schwarzgebrannter. Die Animation hätte man auch ein bisschen besser machen können. Das Feuerwerk hat mir auch gefehlt. Naja, weil man darf nicht meckern. Man, wie gesagt, die Idee war ganz nett. Und ich konnte jetzt mal für... Wie lange ging das jetzt? 2,5 Minuten, 3 Minuten? Konnte ich jetzt einfach mal schön abschalten. Und wie es halt so immer so ist, ne? Nach einem Konzert oder Festival oder so... Wenn dann alle weg sind, gehst du einmal hier durch, sammelst alle Becher ein. Und die Pfandmarken und so, die du am Boden findest, gibst es zurück und dann wirst du a rich kid. So, gut. Alles eingesammelt. Dann haben wir das auch hinter uns. Aber ich denke,
Billy Idol hat sich da schon gefreut, mal in einem Computerspiel verewigt zu werden. Hm? Kann ich mir gut vorstellen, dass sich der alte Billy da gefreut hat. Nasty, was meinst du? Haben wir jetzt schon genug Zeit rumvertrödelt? Ja, was halt, also was mich am meisten jetzt gerade gestört hat, sorry Leute, ich muss noch mal ein bisschen ablästern, war jetzt tatsächlich, ich komme hier tagsüber hin und dann kommt so eine Videosequenz, die in der Nacht spielt und dann ist das Konzert vorbei und es ist wieder Tag, also hätten sie es lieber so machen sollen, dass dann einer steht, irgend so ein Türsteher, zu dem wäre ich jetzt hier hingerannt und hätte gesagt, hey, du musst gegen Abend wiederkommen, da beginnt das Konzert. Das wäre nochmal ein bisschen cooler gewesen. Aber gut, jetzt höre ich auf zu lästern. Oder zu meckern. Na, da habe ich noch was gesehen hier. Mr. Raptor. Ich komme schon. Ah, da war noch einer zu wenig. Au, 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 oida, oida. Er gibt richtig. Nasty, mach was. Komm, den letzten Schlag machst du. Wow, sie hat auch mal was gemacht. Endlich hat sie auch mal was gemacht. Die olle Troller. So. Laufe ich denn eigentlich gerade so hin? Da waren wir ja safe schon, ne? Oh, oder auch nicht. Noch mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Erstmal noch was snacken hier. Neue Waffe. Diese Drahtgestelle sind verflucht praktisch. Ja, genau, weil die sind ziemlich flink, die Viecher. Wo war ich? Ach ja. Warum? Weil sie ein Garant für Altmetall sind? Typisch. Dein Horizont reicht ja auch nur ein paar Meter. Wenn dir irgendein Idiot Informationen vorenthält, dann verfrachte ihn nach da oben. Brich ihm Arme und Beine und lass die Sonne den Rest erledigen. Ich garantiere dir, nach ein paar Tagen redet er wie ein Wasserfall. Dann gebe ich ihm lieber ein paar aufs Maul, das geht schneller. Ich sag's ja, begrenzter Horizont. Ja, Nestys Methode ist knüppelhart, ne? Und was soll das hier mal gewesen sein? Nesty, kannst du kurz mal ganz ruhig sein? Muss hier was... Du kannst mich doch nicht einfach im Büro anrufen. Ich weiß nicht, ob die Leitungen abgehört werden. Warum sollte unser Gespräch überwacht werden? Ich wurde von einem Wissenschaftler erwischt, wie ich sie belauscht habe. Seitdem verfolgen die mich. Die wollen mir etwas antun. Was sollen die denn vorhaben? Du spinnst doch. Ich habe wertvolle Informationen. Wenn ich die meinem Chef zukommen lasse, sind die ihren Job los. Die werden alles dafür tun, damit ich nichts weitererzählen kann. Jemand, der am Empfang arbeitet, ist schnell zu ersetzen. Pass auf. Du beruhigst dich erst einmal und ich komme gleich vorbei, hm? Dann reden wir ausführlich über die ganze Sache, hm? Aha. Da hat jemand was belauscht, was er hätte nicht belauschen sollen. So Leute, wir können jetzt hier mal den Tresor hacken. F hacken. Okay, also wir haben ja so ein kleines Spielchen. Zahlenspielchen, die 7 fällt raus. Wir haben hier immer diese Zeichen kleiner oder größer. Das heißt, hier müsste eine kleine Ziffer stehen. Hier eine ziemlich große. Dann wieder eine etwas kleinere und nochmal eine ganz kleine. Okay, dann fangen wir einfach mal Freestyle. Machen wir hier mal eine 8 rein. Dann eine 6 und dann vielleicht eine 4 und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, die 4 ist schon mal korrekt, auch von der Platzierung. Die 6 ist falsch platziert, aber kommt vor. Die 1 und die 8 sind raus aus dem Spiel. Okay.
Das heißt... könnten jetzt hier sagen, yo, wir nehmen die 2, dann die 9 und die... Ach nee, 6, nee, Blödsinn. Gehen wir mal zurück. 6 ist falsch platziert. Muss die 6 hier rein. 2, 6. Irgendwas, was kleiner sei als die 6, die 5 nehme ich stark an. Okay, dann fehlt noch eine Ziffer. Bleibt der eigentlich jetzt nur noch die 0 oder die 3? Machen wir die 3. What? Habe ich jetzt einen Denkfehler? Warte mal, die 5? Hier ist mit drin, 6, 5, ne? 0. Ah ja. Hey, yo, geht doch. Was haben wir denn hier? Beschädigtes Breitschwert. Ja, mei. Kleinkram. Kennen wir schon. Können wir verkaufen. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall auch mal gesehen, wie wir hacken. Finde ich eigentlich ganz interessant, das System. Muss man ein bisschen rumprobieren. Auch nur ein bisschen denken. Genau das Richtige für mich. Oh. Falk? Hallo. Einen Moment noch. Ah. Ah. Probleme? Hochinteressant. Ich hatte schon vermutet, dass ich dich hier wiedersehe, Jax. Im Gegensatz zu dir überrascht es mich eher, meinen Lieblings-Cyborg hier zu sehen. Du hast mich erwartet, Falk. Der Himmel tat sich auf und die Fremden kamen zu uns. Wer erwartet da nicht, dass unser aller Erlöser wieder auf den Plan rückt und ein weiteres Mal unsere Welt rettet? Langsam, mein Freund. Ich fürchte, das wird mir nicht gerecht. Ich sehe mich nicht als Erlöser. Ich verfolge vornehmlich meine eigenen Interessen. Und das weißt du auch. Das mag sein. Doch wenn du auf dem Weg rein zufällig auch noch für den Fortbestand unseres Planeten sorgst, dann hast du zweifelsohne den meisten Menschen von Magalan etwas voraus. Was machst du denn hier? Warum bist du nicht bei den anderen Klerikern? Ich erfülle gerade einen Auftrag, doch ich denke, ich kann ihn für eine Weile pausieren, denn ich muss dir zunächst eine Frage stellen. Raus damit. Kannst du mir helfen? Es hat mit meiner Weiterentwicklung zu tun. Ich fürchte nämlich, ich bin in einer Art Sackgasse gelandet. Du bist künstlich, ein Android. Wie entwickelt man eine bereits gefertigte und laufende Maschine weiter? Ähnlich dem Vorgang des Erwachsenwerdens eines Menschen habe ich schon viele Stationen durchlaufen. Doch ich bin noch nicht ganz da, wo ich eigentlich sein will. Und das wäre? Ich will menschlicher werden. Doch stoße ich an vielen Stellen an meine Grenzen. Klingt nach einem sehr ambitionierten Plan. Es ist viel mehr als nur ein Plan. Ich verspüre eine Art Bestimmung. Oh Mann, schalte dich endlich ab. Bitte. Irgendein unerklärlicher Drang tief in meinem Inneren bringt mich dazu, Dinge zu tun, die ich rational nicht erklären kann. Und irrationales Verhalten ist doch eigentlich typisch für eure Spezies, oder? Daher will ich mehr über euch und eure Verhaltensmuster lernen. Wirst du mich dabei unterstützen? Was genau soll ich denn für dich tun? Ich brauche jemanden, der mir in allen Einzelheiten vermitteln kann, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ich brauche einen Mentor, der mir meine Fragen beantworten kann, die in einigen meiner Schaltkreise zu Feedback-Schleifen führen. Es ist wenig zielführend und noch weniger effektiv, wenn mir so etwas passiert.
Ich hatte vor ein paar Wochen einen Teil-Reset und mehrere umfassende Selbstanalysen durchführen müssen. Ein Teil-Reset? Warum sollte man so etwas wollen? Ich hatte keine andere Wahl. Ich war nahezu lahmgelegt, weil ich mit einer trivialen Sache beschäftigt war, die für euch Menschen vermutlich leicht zu beantworten gewesen wäre. In einer brenzlichen Kampfsituation könnte so etwas tödlich sein. Welche triviale Sache hat dich denn so beschäftigt, dass es dich fast lahmgelegt hätte? Ihr Menschen habt so einen Instinkt, den Selbsterhaltungstrieb. Wir Maschinen haben zwar etwas Ähnliches, jedoch ist er von reiner Logik bestimmt. Das lässt sehr oft eine gewisse Art der Kreativität vermissen. Wenn ihr Menschen in die Enge getrieben werdet, könnt ihr oft über euch selbst hinauswachsen. Ihr könnt dann Dinge tun, die ihr sonst niemals schaffen würdet. Wenn ich meine Schaltkreise damit beschäftige, um es zu verstehen, komme ich zu keinem brauchbaren Ergebnis. Wie kann ich da helfen? Ich will in eine ausweglose Situation geraten, in der ich meinen eigenen Selbsterhaltungstrieb weiterentwickeln kann. Wenn ich dir folgen und in einen Kampf geraten würde, den ich eigentlich gar nicht gewinnen kann... Du willst, dass ich dich in tödliche Gefahr bringe? Ich kann es nicht alleine tun. Meine Programmierung verbietet es mir. Moment, das ist doch schon so eine Art Selbsterhaltungstrieb. Unbrauchbar. Ich steigere so ja nicht meine Fähigkeiten. Ein Mensch würde über sich hinauswachsen. Oder sterben. Das Risiko muss ich eingehen. Es gibt da eine sehr gefährliche Gegend, ganz hier in der Nähe, in der ich mich freiwillig nicht besonders lange aufhalten würde. Gib mir den Befehl, dorthin zu gehen und begleite mich. Nur so kann ich das erwünschte Ergebnis erreichen. Dann mal los, geh vor und führe mich zu deiner gefährlichen Stelle. Sehr gut. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Komm mit. Ach, Scheiße. Ah, mein Magen schon wieder. Die Infektion. Ich hab den Schiss. Diese Hybridgeschichte geht mir nicht aus dem Kopf. Wie konnte Dawkins Geist dieser Maschine verfallen? Dawkins hat schon so oft seine Willensstärke unter Beweis gestellt. Wie auch immer. Wir werden sehen, ob er am Ende tatsächlich recht behält. Mein Kopf. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit Jax, mir. Könntest du jetzt mal bitte aufhören zu labern, hey, und zu heulen? Was soll denn die Scheiße? Alles verfallen und vergessen. Bestie, ruhig jetzt. Ich will einen Brief lesen. Privat. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Es geht um die Leute von meiner Arbeit. Letzte Woche habe ich doch erwähnt, dass ich ein Gespräch von ein paar Kollegen belauscht habe. Der Professor muss von diesem Projekt abgezogen werden. Es ist ein zu großes Risiko für uns, ihn hier zu behalten. Mehr habe ich nicht hören können. Gestern nach Feierabend habe ich mitbekommen, wie sie sich wieder getroffen haben. Dieses Mal haben sie aber direkt die Tür zugemacht, sodass ich nichts hören konnte. Alles sehr merkwürdig. Ich frage mich, was dort vor sich geht. Die müssen mitbekommen haben, dass ich sie belauscht habe. Okay, das ist das, was wir im Grunde schon gehört hatten über Audiolog. Hatte heute einen Zettel auf dem Schreibtisch liegen. Ich soll den Mund halten und meine Nase nicht überall reinstecken, sonst würde es nicht gut für mich ausgehen. Was wollen die denn machen? Mich verschwinden lassen? Das würde auffallen, wenn ich nicht mehr zur Arbeit komme. Sobald mein Chef aus dem Urlaub wieder da ist, werde ich mit ihm reden. Der wird von all dem bestimmt nichts wissen. So, hier können wir noch was hacken. Machen wir noch mal schnell. Ich bin nicht gut genug. Was? Okay, das ist Stufe 2 Hack, das kriegen wir nicht gebacken. So, du wartest kurz, Kumpel. Ich will mich hier nochmal ein bisschen umschauen, dann werde ich die Folge beenden und dann laufen wir in der nächsten Folge los, hätte ich mal behauptet. Ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr Interessantes. Ja, bei dem einen Dialog habe ich jetzt dann nochmal, klar, ein bisschen verkackt, was Nasty angeht. Aber das kriegen wir schon noch gebacken. Wir kriegen Nasty noch auf unsere Seite.
Da ist auch noch was zum Looten. Obwohl ich sie ja an sich so als Begleiterin immer noch nicht überzeugend finde. Er hat zugegeben, dass er bei eurem Treffen etwas mitbekommen hat. Was es genau war, wollte er nicht sagen. Er hatte zu viel Angst, dass man uns über die Telefonleitung abhört. Ich werde zu ihm nach Hause gehen. Sobald er auch nur eine entscheidende Aussage bestätigt, war es das für ihn. Man sollte seine Nase eben nicht in fremde Angelegenheiten stecken. Okay, finden wir irgendwo seine Leiche? Wurde er umgebracht? Naja, gut. Das werden wir vielleicht in der nächsten Folge sehen, vielleicht aber auch gar nicht. Ich werde jetzt dann auf jeden Fall erstmal mit dem... Was macht diesen geheimnisvollen Ort so gefährlich? Lass dir ja nicht einfallen, uns über den Tisch zu ziehen, klar? Ich beobachte dich genau. Im guten... Allein der Weg dorthin ist schon quasi das Ziel. Du wirst schon sehen. Mann, ihr seid alle so Plaudertaschen hier. Mit dem guten Falk werden wir in der nächsten Folge losziehen, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch allen da draußen fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Jahr mir eine klitzekleine Bewertung da lasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.